Nach diesem Saisonstart nimmt natürlich ja die Debatte über die Zukunft von Omar Marmoush Fahrt auf. Warum auch nicht? Er ist in Top-Top-Top-Form. Er zeigt bei Eintracht Frankfurt regelmäßig, dass er richtig, richtig gut ist, dass er Tore schießen kann, dass er schnell ist, dass er Vorlagen gibt, dass er dribbeln kann. Also Omar Marmoush hat ein unglaubliches Gesamtpaket. Und ich glaube, sogar für Borussia Dortmund ist ein Omar Marmoush nicht mehr bezahlbar, weil da reden wir jetzt wahrscheinlich schon von Transfersummen, die bei 50 oder 60 Millionen Euro beginnen. Das wäre in Deutschland nur noch der FC Bayern München. Das wäre natürlich mal spannend zu wissen, ob die Bayern nach so einem Spiel wie gestern genauer hingucken und vielleicht sagen, so einen wie Omar Marmoush, den müssen wir in der Bundesliga behalten. Das gab es auch schon lange nicht mehr, dass ein Top-Spieler von Eintracht Frankfurt zu Bayern München gewechselt ist. Das wäre auch ein Statement. Aber man hört es immer wieder und das hat Omar Marmoush ja auch mal durchklingen lassen. Er will in die Top 3 der Welt aufsteigen als Spieler und die Premier League gefällt ihm richtig gut. Und ich glaube, wenn wirklich König Mo Salah sagt, Omar Marmoush, das kann mein würdiger Nachfolger werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der FC Liverpool anklopft und wer weiß, vielleicht sogar Marmoush und Salah nächstes Jahr zusammen für Liverpool auf Torjagd gehen. Aktuell kann man da wirklich nur spekulieren. Da gibt es jetzt noch überhaupt keine Indizien oder Angebote oder nähere Offerten. Ich glaube, Omar Marmoush, er hat sich jetzt bewusst zur Eintracht bekannt und ich glaube auch, dass er bis zum Sommer bleiben wird und nicht schon im Winter gehen wird. Und wo es dann für ihn im Sommer hingeht, das hat er, wenn er so weitermacht, selbst in der Hand. Dann kann er sich seinen nächsten Top-Club ganz alleine aussuchen. Omar Marmoush strotzt natürlich vor Selbstvertrauen in diesen Tagen. Er hatte schon vor dem Bayern-Spiel 6 Tore und 3 Vorlagen. Und ja, wenn du so einen Lauf hast, dann ist es dir irgendwann völlig egal, wer ist der gegnerische Abwehrspieler, wer ist der gegnerische Torhüter. Bei Omar Marmoush kommt einfach sehr viel zusammen. Was ihm natürlich hilft, ist, dass er sehr gut mit Hugo Ekitike, dem hat er ja auch das zweite Tor aufgelegt, dass die beiden sehr gut harmonieren. Er ist gefühlt noch besser im Torabschluss geworden. Trainer Dino Topmöller übt es oft mit ihm. Er spricht auch mit ihm. Er hat ihm noch ein paar Tipps gegeben in Sachen Schusswinkel und Schusstechnik. Und ja, deshalb ist Omar Marmoush momentan, würde ich sogar sagen, die Attraktion der Bundesliga. Und so ist er auch von den kommenden Verteidigern kaum zu stoppen. Das war wirklich eine Top-Leistung gegen den FC Bayern München. Ich würde sogar sagen, das war Weltklasse, wie Omar Marmoush gegen Bayern gespielt hat. Und das ist eine Mischung aus Selbstvertrauen, aber auch aus ganz, ganz großer Qualität und natürlich einem brutalen Tempo, das du so kaum stoppen kannst. Natürlich hilft Omar Marmoush auch das Training mit Torhütern, Torschussübungen, die er ganz oft noch macht. Er absolviert sehr, sehr oft Extraschichten nach dem Training. Also Omar Marmoush ist unheimlich fleißig. Und er gibt auch in jedem Training, das wir beobachten dürfen, wir sind nicht ganz so oft dabei, aber ab und zu dürfen auch wir Journalisten in Deutschland zugucken bei Eintracht Frankfurt. Und man sieht immer, mit was für einer Spielfreude er auch im Training agiert, wie gut gelaunt er immer ist, wie er mit den Mitspielern redet. Er ist auch ein kleiner Connector zwischen den Gruppen. Also Omar Marmoush ist kein Einzelgänger, sondern jede Gruppe, die es in so einer Mannschaft gibt, die mag Omar Marmoush und er mag seine Mitspieler und er ist ein echtes Zugpferd. Sprich, er geht voran, er will den Ball, er will Tore schießen, er will aber auch kombinieren mit seinen Mitspielern und das sieht man auch wirklich in jedem Training, wie gut Omar Marmoush integriert ist und was für ein wirklich toller Typ und cooler Kerl er ist. Und ja, die Torhüter von Eintracht Frankfurt leiden dann manchmal, ob das Santos ist, ob das Kevin Trapp ist. Wenn Omar Marmoush vor ihnen auftaucht, dann ist es wie gestern bei Manuel Neuer, dann gehen diese Bälle einfach ins Tor.